rufe auf die Tagesordnungspunkte 11a und 11b. Beratung der Anträge der Fraktion der AfD mit den Titeln Raus aus der Stagflationsfalle, wirtschaftliches Fitnessprogramm für Deutschland und Inflation realistisch berechnen, Einführung von Warenkörben für den wöchentlichen Großeinkauf und den täglichen Einkauf. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Das sieht doch gut aus. Ich eröffne die Aussprache und das Wort erhält live Erik Holm für die AfD. Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir stehen vor ernsten Zeiten. Es hat sich über uns ein perfekter Sturm zusammengebraut. Gaskrise, explodierende Energie- und Verbraucherpreise, Energiekrise und fehlende Versorgungssicherheit, gestörte Lieferketten, die Rückkehr der Eurokrise, sinkende Exportzahlen. An der Supermarktkasse sieht jeder, wie sich die Inflation immer weiter in die Geldbörsen frisst. Gleichzeitig rutscht Deutschland in eine wirtschaftliche Stagnation, möglicherweise sogar in eine Rezession. Bei einem Ausbleiben der Gaslieferung rechnen Experten mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 12,7% mit einem Verlust von 5,6 Millionen Arbeitsplätzen. Das alles sollte uns wahrlich alarmieren. Aber diese Bundesregierung redet worüber? Heute Morgen, den ganzen Morgen über neue Windräder, statt schnell dafür zu sorgen, dass unsere Energieversorgung wieder sicher wird. Das ist eine unverantwortliche Politik. Sie wollen Wälder für mehr Flatterstrom roden, statt schnellstens dafür zu sorgen, dass unsere Kernkraftwerke weiterlaufen und wir damit ja auch Gas für die Verstromung einsparen können. Betreiber, TÜV, Lieferanten für Brennstäbe sagen, es geht. Aber Sie unternehmen nichts und klammern sich an Ihre ideologische Traumtänzerei. Es ist an der Zeit, jetzt aufzuwachen. Wir haben keine Zeit mehr, also werfen Sie endlich den ideologischen Ballast von Bord und kommen Sie zur energiepolitischen Vernunft. Und was tun Sie gegen die Inflation? Glauben Sie wirklich, dass Sie die mit temporären Trostpflästerchen für 3 Monate im Zaum halten können, mit kleinen Giveaways, bei denen Sie auch noch die Rentner vergessen? Das wird nicht funktionieren. Wir müssen die Inflation wirksam bremsen, bevor die Lohnpreisspirale in Gang kommt, bevor die Stagflationsfalle zuschnappt und wir nicht mehr herauskommen. Es ist natürlich vor allem die Pflicht und Schuldigkeit der EZB, jetzt zu handeln, die Geldschwemme, die jahrelange Geldschwemme endlich zu beenden und ernsthaft gegen die Inflation vorzugehen. Sie tut es aber nach wie vor nicht, um die hochverschuldeten Südländer über Wasser zu halten. Stichwort Italien, 150% Schuldenquote. Ja, natürlich ist die EZB unabhängig, aber sie ist allein der Preisstabilität verpflichtet und deshalb muss sie handeln. Und wenn sie es nicht tut, dann muss die Bundesregierung dies mindestens laut und deutlich sagen. Es muss angemahnt werden, damit die Zinsschritte schneller und deutlicher kommen. Aber auch der Staat kann natürlich und muss etwas tun gegen die Inflation. Aber da reicht eben kein konzertiertes Kaffeekränzchen im Kanzleramt mit den Tarifpartnern. Das ist mein Ernst. Ein schönes Kennenlerntreffen reicht nicht. Wir müssen schnell handeln. Wir müssen schnell handeln in dieser Situation. Aber Herr Kanzler Scholz rennt immer noch wie eine Trantüte durch die Gegend, wie wir im Norden sagen würden, und versucht, das Ganze auszusitzen. Es funktioniert in dieser Lage nicht. Deshalb brauchen wir jetzt ein schnelles, ein wirtschaftliches Fitnessprogramm für Deutschland, um ein Abgleiten in die womöglich schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Ihnen ist der Ernst der Lage immer noch nicht bewusst, ganz offensichtlich. Und deshalb brauchen wir jetzt nicht noch mehr Windräder in allererster Linie, sondern wir brauchen eine Entlastung von den viel zu hohen Steuern und Abgaben, vor allem auf die Energie. Denn es ist gerade Ihre vermurkste Energiepolitik, die die Inflation massiv befeuert hat. Ja, wir haben eine grüne Inflation, auch wenn Sie es nicht hören wollen. Wir haben eine grüne Inflation. EEG-Umlage, CO2-Abgabe, Netzentgelte, Energiesteuern und. Ja, Sie wollten doch teure Energie, und jetzt haben die Bürger sie bekommen. Zusätzlich jetzt befeuert durch die Energieknappheit. Experten haben berechnet, dass ein 4-Personen-Haushalt in diesem Jahr bis zu 3.700 Euro mehr für Heizen und für Strom ausgeben muss. Viele spüren das erste Mal echte Existenzangst. Und diese dramatische Entwicklung verantworten in großen Teilen Sie und auch Ihre Vorgänger. Und deswegen müssen auch gerade Sie jetzt dringend handeln und diese inflationäre Entwicklung stoppen.
Wir müssen runter mit den staatlichen Preisbestandteilen bei Sprit, Öl, Gas und Strom, und zwar nicht für 3 Monate, sondern dauerhaft. Die Mini-Trostpflästerchen reichen noch nicht. Ich kann doch jeder über den August hinausschauen und sehen, was kommt. Deshalb muss jetzt gehandelt werden. Die Bürger brauchen ein glaubwürdiges und dauerhaftes Zeichen, dass sie entlastet werden von der Energiesteuer, von der Stromsteuer. Die können runter aufs Minimum. Die CO2-Abgabe gehört abgeschafft. Im Übrigen auch der Soli, den die Unternehmen nach wie vor zu großen Teilen bezahlen müssen. Glaubwürdig und dauerhaft runter von diesen Preisen und vom Soli weg. Das ist der Weg. Das schont den Geldbeutel sofort und sorgt auch dafür, dass die Inflationserwartungen nicht noch weiter steigen. Die Lohnpreisspirale ist die große Gefahr, und deshalb muss schnell gehandelt werden. Und dafür ist die Bundesregierung da. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist nicht bezahlbar, dann sage ich Ihnen, natürlich geht das. Wir haben in der aktuellen Haushaltsdebatte darüber gesprochen. Wir haben ein Einsparvolumen von 160 Milliarden Euro markiert. Der Steuerzahlerbund sieht sinnlose Subventionen in Höhe von 47 Milliarden. Selbst der Bundesfinanzminister sagt, ja, die ganzen Subventionen für E-Autos, die können weg. Er wird sich, ich komme gerne zum Schluss, die können weg und die müssen auch weg. Da hat er recht, aber er wird sich diese Ampel natürlich nicht durchsetzen. Dennoch, es wäre geboten, wir brauchen keine neuen Ausgabenprogramme, wir können sinnlose Ausgabenprogramme streichen und dafür die Bürger und Unternehmen endlich dauerhaft entlassen. Das ist der richtige Weg. Kommen Sie bitte schnell zu Potte. Es ist dringend, bevor wir in eine große Krise hineinrutschen. Als nächstes erhält das Wort der Kollege Takis Mehmet Ali. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als der Antrag der AfD kam, habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, wie könnte denn so ein Warenkorb aussehen, den die AfD macht? Und wenn man sich dann die Inhalte genauer anguckt, kamen mir so die Gedanken, fährt als Transportmittel anstatt Auto, Videokassette anstatt Filmstreaming, ja, quasi so nochmal 30, 100 Jahre zurück. Und das zeigt doch eigentlich, in was für einer Geisteswelt die AfD ist, in welcher rückschrittlichen Welt die AfD ist. Ihr Antrag ist wieder einmal undifferenziert und fachlich auch einfach nicht richtig. Ja, natürlich, dazu komme ich noch. Sie verbreiten ja neben der ganzen Wirtschaftsleugnung ja die üblichen Narrative. Also immer an allem ist die EU schuld, die Flüchtlinge sind schuld, Vertrauensverlust der Bevölkerung in den Staat und die Vermehrung von Bundesämtern. Da fragt man sich ja eigentlich, wenn man weiß, aus was für einer Bewegung Sie kommen und bei so vielen Ökonominnen und Ökonomen in Ihrer Partei, dass Bildung zwar wichtig ist, aber man muss auch Bildung anwenden können. Und das sieht man an Ihrem Antrag, dass das Ihnen nicht gelungen ist. Bleiben wir mal im Bereich der Energiepreise, meine sehr geehrten Damen und Herren. So grundsätzlich handelt es sich ja hierbei um Angebotsinflation. Das kann im Übrigen passieren bei oligopolistischen Strukturen auf den Märkten, kann das immer mal passieren. Nur was wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten einfach nicht akzeptieren können, ist ja der Umstand, dass wir hier mit Preiserhöhungen zu tun haben, die rein auf Basis von Spekulationspreisen geschehen. Und da muss der Staat, und da reagiert auch der Staat im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, und das ist auch der richtige Weg. Was ich aber nicht glaube, das gehört mit zur Wahrheit dazu, dass ich nicht glaube, dass diese Situation durch die Selbstregulierung der Märkte zugunsten der privaten Haushalte abgefangen wird. Das muss man ganz genau wissen. Jetzt ist gerade der Staat, jetzt ist die Regierung gefordert, jetzt ist das Parlament gefordert, den Menschen zu helfen. Was man aber erst recht nicht akzeptieren darf, ist der Umstand, dass der Krieg dazu genutzt wird, insbesondere von den Energiekonzernen, Gewinne und Profite zu erhöhen auf Kosten derer, die darunter leiden. Und das sind Sie und ich, das sind die Bürgerinnen und Bürger. Und da müssen wir ganz klar sagen, das darf nicht passieren. Und deshalb müssen wir auch reagieren, meine Damen und Herren. Man kann immer sagen, wenn der Staat eingreift, wenn der Staat sich in den Marktmechanismus einmischt, dann ist das Planwirtschaft, kann man immer ganz pauschal sagen. Aber wir haben ja hier eine soziale Marktwirtschaft, und das darf der Staat in Krisensituationen machen. Und das tun wir auch. Jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch eine eigene persönliche Meinung auch. Ich weiß, dass das vielleicht manchmal nicht gehört werden will. Wir können Steuern senken, wir können Abgaben senken auf der anderen Seite, um die Energiepreise günstiger zu machen. Das muss aber auch bei den Leuten ankommen. Und das haben wir ja auch mit dem Tankrabatt teilweise erreicht. Wir haben uns viel mehr gewünscht.
Wir haben die Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft, die möglich sind. Es gibt die Möglichkeiten, darüber zu reden, über Höchstpreise, Mindestpreise, ist noch nicht ausgeschöpft, muss man immer vorsichtig sein. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube schon, dass ein sauberer Mix sich lohnen kann, weil erst recht Deutschland für die Energiekonzerne ein nicht irrelevanter Markt ist und absatzrelevant ist für die Energiekonzerne. Wir müssen hier die Bürgerinnen und Bürger schützen. Lass uns über alle Möglichkeiten reden. Und vor allen Dingen wollen wir ja auch nicht in eine Rezession reinfahren, nicht in eine langfristige Rezession. Deshalb ist es umso wichtiger, jetzt präventiv zu agieren, um dann nicht später antizyklisch handeln zu müssen. Was wiederum sehr ärgerlich ist, wenn man dann liest in solchen Anträgen wie die bei der AfD, und ich halte es als unsäglich, wenn Sie behaupten, dass die Zahlen des Statistischen Bundesamtes ja nicht die realen Inflationswerte darstellen. Das ist unsäglich. Sie stellen das Statistische Bundesamt so dar, als würde es die Zahlen beschönigen. Das ist nicht die Tatsache. Die Zahlen sind real. Die Zahlen sind real. Wovon wir alles nicht eine Ahnung haben, wenn wir auf Sie hören würden, dann wäre das Land schon lange gegen die Wand gefahren. Wir haben in der Ampelkoalition darüber gesprochen, was für Entlastungspakete wir in die Wege bringen, und vieles geschieht ja auch. Der Kanzler hat die konzertierte Aktion angekündigt, und das wird auch zu einem Erfolg führen. Viel wichtiger ist es jetzt, Maßnahmen und Instrumente zu verabschieden, die den Bürgerinnen und Bürgern helfen. Und liebe AfD, von Ihnen hört man nichts außer Kritik, Rechtspopulismus. Und ich wünsche mir in diesem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen mehr Zurückhaltung, auch in Ihren Äußerungen. Vielen Dank. Jetzt spricht der Abgeordnete Dr. Klaus Wiener für die Unionsfraktion. Ja, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, es gibt drei Arten von Lügen: einfache Lügen, verdammte Lügen und Statistiken. Dieser durchaus bemerkenswerte Satz wird einem englischen Politiker zugeschrieben, und das ist nicht der, der heute zurückgetreten ist. An diesen Satz habe ich mich aber erinnert gefühlt, als ich Ihren Antrag gelesen habe. Warum? Weil Sie suggerieren, dass hier etwas nicht stimmt mit der Inflationsmessung, klang ja gerade schon mal an. Dem möchte auch ich hier ausdrücklich widersprechen. Das Statistische Bundesamt betreibt einen sehr großen Aufwand, um ein verlässliches Bild über die Inflationsentwicklung zu geben. Es werden 60.000 Haushalte befragt, es werden 300.000 Güter mit den Preisen erfasst, zum Teil sogar in Echtzeit. Auf Basis dieser großen, wirklich großen Datenmenge wird dann die Inflationsrate berechnet. Aber die entscheidende Frage ist doch, mit welchem Ziel? Und die Antwort ist: damit wir wirksame Wirtschaftspolitik auf gesamtwirtschaftlicher Ebene machen können, damit wir die Inflation so messen, wie sie ist, denn sie sagt etwas aus über den Auslastungsgrad der Wirtschaft. Und damit ist sie wichtiger Signalgeber, zum Beispiel für die Finanzpolitik. Ist die Inflation zu niedrig, darf man, und das betone ich hier auch vorübergehend, gern mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ist sie aber zu hoch, dann darf man nicht immer neue Ausgabenprogramme auflegen, denn damit verschlimmert man das eigentliche Inflationsproblem, so wie es die Ampel gerade macht, also zum Teil selbstverschuldet. Ein gewisses Unbehagen hatte ich ja, als ich den Koalitionsvertrag gelesen habe. Viele Wünsche, null Gegenfinanzierung. Aber dass es in Sachen Neuverschuldung und damit auch zusätzlich induzierter Inflation so schlimm kommen würde, damit habe ich nicht gerechnet. Aber auch für die Geldpolitik ist Inflation ein wichtiger Gradmesser. Das erleben wir gerade dieser Tage, wo die EZB zumindest ansatzweise über eine Normalisierung ihrer Geldpolitik nachdenkt. Aber genauso wie sich die europäische Geldpolitik nicht am Preisniveau einzelner Länder ausrichten kann, darf sie Geldpolitik auch nicht mit Blick auf einzelne gesellschaftliche Gruppen machen, so wie Sie das im Antrag formulieren. Sie hat nur ein Ziel, und das lautet Preisniveaustabilität. Und das muss sie im Durchschnitt für alle Länder und für alle Menschen im Euroraum erfüllen.
Etwas anderes ist es natürlich, wenn es darum geht, besonders betroffene Gruppen zu entlasten. Das kann man, das sollte man aus sozialen Erwägungen heraus machen, allerdings nur, indem man Belastungsspitzen wegnimmt und nicht die Gießkanne einsetzt, so wie die Ampel es gerade tut. Tankrabatt, Energiepauschale, 9-Euro-Ticket, all das weist in die falsche Richtung. Hier wird Geld einfach ziellos verschwendet. Und genau aus den genannten Gründen sind Inflationsmesszahlen, die einzelne Gruppen in den Fokus nehmen, auch nur gefühlt gut. Im zweiten Antrag geht es um die Stagflationsfalle, wobei im Grunde das ja bereits eine Verharmlosung ist, was uns wirtschaftlich droht, wenn die Ampel so weitermacht. Der Begriff setzt sich ja zusammen aus zwei Begriffen, zum einen Stagnation, also wirtschaftlicher Stillstand, und aus Inflation. Hohe Inflationsraten haben wir ja bereits. Wirtschaftlich kann es aber durchaus noch schlimmer kommen, denn in einer Rezession stagniert die Wirtschaftsleistung ja nicht, sie fällt. Und das ist möglicherweise schon sehr bald der Fall. Deshalb muss die Ampel jetzt handeln. Weil das regulatorische Pendel so weit ausgeschlagen ist, brauchen wir ein Belastungsmoratorium. Gerade die Vorgaben von der europäischen Ebene haben in den letzten Jahren Überhand genommen. Aber die werden von weiten Teilen der Ampel ja mit Begeisterung aufgenommen. An der Taxonomie passt ihnen doch nur eines nicht, dass Gas und Kernkraft als nachhaltig eingestuft wurden, so wie gestern noch einmal vom Europäischen Parlament bestätigt. Wir brauchen auch dringend schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und auch hier springt die Ampel zu kurz, wenn sie fast ausschließlich auf den Ausbau der Windkraft rekrutiert. Was zu tun ist, haben wir hier vor einigen Wochen mit einem dezidierten Antrag dargestellt. Klar, der wurde abgelehnt, aber da stand viel Gutes drin. Vielleicht gucken Sie noch mal heimlich rein. Ich denke, das wäre sinnvoll. Unser Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz hat hier gestern an dieser Stelle zu Recht darauf hingewiesen, dass die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft gerade unter den jetzt geänderten Rahmenbedingungen dringend gestärkt werden muss. Wir müssen unsere Unternehmen steuerlich entlasten, das fordern wir seit Jahren, aber das war ja mit der SPD nie zu machen, so wie vieles andere auch nicht. Und wir müssen den Unternehmen Luft zum Atmen geben und nicht immer neue Vorgaben erfinden. Was wir tun müssen, die Liste ist lang. Und das sind auch keine Rezepte aus der wirtschaftspolitischen Mottenkiste, wie ich gestern hier von Herrn Ordrich von den Grünen hören musste. Wenn Sie das wirklich glauben, dass das Rezepte aus der wirtschaftspolitischen Mottenkiste sind, dann müssen Sie aufpassen, dass aus der sogenannten Fortschrittskoalition keine wirtschaftliche Abstiegskoalition wird. 2005 war Deutschland der kranke Mann Europas. Sie erinnern sich vielleicht, 2005, das war, als die rot-grüne Regierung abgewählt wurde. 2019 waren wir die stärkste Volkswirtschaft Europas, die Wachstumslokomotive auf dem Kontinent. Ich bin wirklich gespannt, wo wir in 3,5 Jahren stehen werden. Ich ahne da nichts Gutes. Was jetzt passiert, und da wiederhole ich auch gerne noch mal unseren Fraktionsvorsitzenden, was jetzt passiert, ist allein Ihre Verantwortung. Vielen Dank. Als nächstes folgt Dieter Janicek für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Dr. Wiener, ich würde schon zuraten, auch einen kritischen Blick auf die Einstufung der Taxonomie zu werfen, gerade was das Thema Inflation angeht. Wenn Sie sich gerade die Situation in Frankreich anschauen mit der Atomenergie, die Hälfte der Kraftwerke ist abgeschaltet, die Preise explodieren und die Gaskraft-Spotmarktpreise sind sechsfach momentan. Also wir haben eine Preisexplosion gerade bei diesen Energieträgern. Das jetzt als nachhaltig einzustufen, ist wirklich ein Fehler, führt uns nicht nach vorne. Wir brauchen erneuerbare Energien, Einsparungen, das ist der Weg nach vorne, auch was Inflation angeht. Herr Holm, Sie haben in Ihrem Antrag vorgeschlagen, den Solidaritätszuschlag vollständig abzuschaffen. Der ist nun mal aber im letzten Jahr schon für 90% der Einkommensbezieher abgeschafft worden, und zwar für die unteren 90%. Was das wiederum helfen soll, die Inflation zu bekämpfen, wenn ich jetzt die letzten 10% in der Kaufkraft stärke, das müssen wir noch mal erklären, das habe ich nicht verstanden, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Was Sinn macht, ist das, was die Koalition getan hat, nämlich gezielt zu entlasten, insbesondere die, die es notwendig haben. Das 9-Euro-Ticket, auch in der Fläche ein Riesenerfolg.
aber natürlich auch die Zuschüsse für Wohngeldempfänger oder eben auch für Menschen mit Sozialleistungen. Dort haben wir gezielt angesetzt, auch der Grundfreibetrag, auch die Mittelschicht zu entlasten. 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht in kürzester Zeit. Ich denke, das kann sich sehen lassen, was die Koalition hier auf den Weg gebracht hat. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir haben einen umfassenden Angebotsschock. Anders als in den USA, wo die Inflation ein Stück weit auch getrieben ist durch staatliches Handeln, durch ein umfangreiches Konjunkturpaket auch von Joe Biden oder eben auch durch Störungen im Bereich Dienstleistungen, Industrie, da sind die Preise schon angeheizt gewesen, haben wir hier ganz zentral durch die Entwicklung der fossilen Energiepreise eine Inflation getrieben, die der Minister Robert Habeck, Staatssekretär Kellner ist jetzt hier für ihn, mit Tatkraft, und das haben wir heute und morgen auch noch mal mit aller Kraft, 8 Gesetzespakete jetzt auf den Weg gebracht, zu diversifizieren, Energieeinsparungen zu ermöglichen, erneuerbare Energien auf den Weg zu bringen, damit wir uns nicht mehr so abhängig machen von dieser AfD-Inflation, die wir haben. Denn das ist es doch am Ende. Das haben Sie doch immer gefordert, dass wir abhängig sind von Russland. Und das war der Fehler, und das wollen wir nicht mehr. Nun ist die Inflation eine hohe Belastung für viele Menschen, zum Beispiel beim Einkaufen, aber auch bei der Frage des Urlaubs. Wenn jemand eine Gaskostenrechnung hat, jetzt über den Winter, die 2.000 bis 3.000 Euro höher sein könnte, im Durchschnittswert bei einer 120 Quadratmeter Wohnung für 4 Personen, dann ist das für viele Menschen ein Monatsgehalt. Für manche ist es sogar noch mehr. Das ist Sozialsprengstoff. Da werden wir auch noch mal drüber reden müssen, wie wir da rangehen im Herbst. Vorrangig ist aber die Aufgabe, auch zu gucken, wie wir investieren können, wie wir in dieser Zeit, wo wir in die Verschuldung auf der einen Seite gehen, aber genauso auch gucken, dass wir in der Zukunft zukunftsfähig handeln. Und darum geht es jetzt mit diesen Paketen der Energiewende, mit diesen Entlastungspaketen, die wir auf den Weg gebracht haben, zielgerichtet auf der einen Seite ausgeben, aber entschlossen investieren in die Zukunft, damit wir nicht mehr in solche Abhängigkeiten geraten. Jetzt ist es, was die Union angeht, ja immer so, dass zum Beispiel von Ihnen, Dr. Wiener, die Reden differenziert sind. Aber die Anträge sind nicht so differenziert. Bei der Frage der Energiesteuerentsenkungen zum Beispiel gehen Sie in einen Bereich, wenn ich das ausrechnen würde, würden wir wahrscheinlich von 40 Milliarden Euro rechnen, dass wir einfach nur Kosten senken, indem wir die Steuern senken in diesem Bereich. Die Mitnahmeeffekte, die wir zu erwarten hätten, und eben auch die Frage, ob es denn sinnvoll ist, gerade im Bereich der Energie, die Energie günstiger zu machen für breite Gesellschaftsschichten, die dann wiederum einen Nachfrageeffekt erschaffen. Das muss man doch mal in Frage stellen, ob das ein richtiger Weg ist, die Inflation zu bekämpfen. Ich glaube, es ist besser, zielgerichtet zu helfen, als zu sagen, wir gehen bei den Energiesteuern auf ein Niveau, was Sie fordern. Das scheint mir nicht vernünftig zu sein. Die Inflation ist auch ein Thema natürlich jetzt, das uns ereilt im Bereich der Wertschöpfungsketten, der Lieferketten. Wir haben nicht nur die Energiepreise, wir haben auch schon seit Corona, vor Corona, China, Zero Covid, die Problematik, dass auch die Handelspolitik ein Stück weit gestört ist, wenn ganze Märkte sich sozusagen abschotten oder abgeschottet werden durch einzelnes Handeln. Die Containerschiffe, die ja nicht nur in Shanghai stehen, sondern jetzt auch in der Nordsee, das sind natürlich Dinge, die wir nicht kurzfristig beeinflussen können. Deswegen ist es auch richtig, dass die Bundesregierung eine neue progressive Handelsstrategie auf den Weg bringt und sagt, wir müssen uns mit mehr Partnern in ein Boot setzen, am besten mit Partnern, die gemeinsamen Werte mit uns haben, damit wir auch verlässlicher gestalten können, auch im Bereich der Handelspolitik. Und nicht zuletzt heißt das natürlich für uns jetzt auch, all die Investitionen im Bereich Automatisierung, Digitalisierung, Fortschritt, Innovation nach vorne zu bringen. Auch wenn wir jetzt in einer Krisensituation sind, dürfen wir nicht nachlassen bei den Investitionen. Deswegen zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, die Schuldenbremse ist sakrosankt, das ist nicht der zwingende Weg. Darüber werden wir möglicherweise im Herbst auch noch mal reden müssen. Aber am Ende muss es davon abhängen, dass wir die Zukunftsinvestitionen nach vorne stellen. Wenn uns das gelingt, dann können wir auch in dieser Fortschrittskoalition gegen den Abstieg kämpfen. Das ist genau das, was wir tun, was wir getan haben in den letzten Wochen und Monaten. Sozial zu handeln, zielgerichtet zu investieren und ökonomisch nicht Dinge zu tun, die auch gar keinen Sinn zu ergeben, nämlich dort zu entlasten, wo es die Menschen gar nicht notwendig haben, um damit Nachfrage zu stimulieren und die Inflation wieder anzutreiben. Das war der vernünftige Kurs der letzten Wochen und Monate. Den wollen wir gemeinsam beibehalten. Darum geht es jetzt. Und es ist eine schwierige Zeit, und das müssen wir immer wieder auch betonen für viele Menschen in diesem Land. Deswegen ist es wichtig, gezielt dort zu entlasten, wo es notwendig ist. Aber es ist nicht notwendig, jetzt in die Breite zu gehen und zu sagen, jeder muss das tragen können, sondern wir müssen jetzt handeln nach vorne. Darum geht es. Und ich danke Ihnen für diese Diskussion.
Die Linke erhält jetzt das Wort, Christian Görke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD hat ja wieder mal versucht, ihr Image mit diesen Anträgen ein bisschen aufzupolieren. Aber meine Damen und Herren von der AfD, Sie sind nicht die Partei des kleinen Mannes. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sind marktradikal und die Partei für Steuergeschenke für die Reichen. Das haben Sie ja eben auch selbst erzählt. Und Sie brauchen da auch ja nicht verwundert schauen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW hat ja mal ihre Pläne noch mal ein bisschen beleuchtet, auch die anderer Parteien. Und da steht Folgendes drin, schwarz auf weiß, ich fasse das mal zusammen. Kein anderes Programm sorgt für weniger Entlastung bei kleinen Einkommen als Ihres. Kein anderes Programm entlastet Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener stärker als Ihres. Das sind die Fakten, und dann sind wir mal bei den Fakten. Grundsteuer abschaffen wollen Sie streichen, Grunderwerbsteuer wollen Sie streichen, Erbschaftssteuer wollen Sie streichen, jetzt wollen Sie den Rest Soli streichen, Vermögensteuer wollen Sie auch nicht. Ja, das sind alle Steuergeschenke, genau für die Sie Politik machen, für die Reichen. Und deshalb heißt das Ihrem Programm nicht Deutschland aber normal, sondern Deutschland eher neoliberal. Darüber, meine Damen und Herren, können auch Ihre heutigen Anträge nicht hinwegtäuschen. Sie schreiben ja Fitnessprogramm für Deutschland auf einen Antrag, aber darin ist ein unbestimmter Wildwuchs von Forderungen. Aber unabhängig von den AfD-Anträgen, ja, das Thema Inflation ist die Herausforderung der Zeit. Es ist auch die soziale Frage. Und den Otto-Normalverdienern in diesem Land zerrinnt die Kaufkraft regelrecht zwischen den Fingern. Und besonders betroffen sind die, die ohnehin wenig verdienen. Und da erinnere ich sehr gern noch mal an den Armutsbericht. Corona hat die Armut in unserem Land noch einmal ansteigen lassen. Sie liegt jetzt auf Rekordniveau. 13,8 Millionen Menschen in Deutschland sind arm. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. 17% der Rentnerinnen und Rentner ist arm. Und das, während das Privatvermögen ein Jahr weniger die Höchststände erreicht hat. Was ist das für eine bizarre Entwicklung und vor allen Dingen auch für eine Schande in diesem Land? Und meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Ampel, ich muss schon sagen, ich bin ja neu hier, aber ich bin schon ein bisschen enttäuscht auf ganzer Linie, dass Ihre Entlastungspakete so gestrickt werden, so wie eine Wunderkerze. Einmal angezündet, sind sie schnell abgebrannt. Und Herr Janicek, so laufen ja nach den Ferien das 9-Euro-Ticket hier aus, auch der Tankrabatt. Aber die Preise werden hoch bleiben. Und wenn Putins Nord Stream 1 uns dann noch zudreht, dann wird es noch schlimmer. Und neben dem Gaspreisschock fangen Sie ja sogar jetzt an, wieder zusätzliche Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger zu verteilen. Bürgertests sind nicht mehr kostenfrei. 2023 steigt der Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung um 0,3 Prozentpunkte, macht zusammen rund 5 Milliarden Euro mehr Belastung für die Bürger. Und deshalb sollten Sie sich nicht so rühmen bei dem 30-Milliarden-Paket, denn Sie sind längst nicht ausreichend, und das wissen Sie. Und Sie sind auch noch gut ausgewogen, weil ein großer Teil der Menschen in diesem Land, die Studentinnen und Studenten und die Rentnerinnen und Rentner, in die Röhre geguckt haben. Und deshalb erwarten wir von Ihnen ein neues Entlastungspaket. Verlängern Sie das 9-Euro-Ticket bis zum Jahresende. Setzen Sie die Mehrwertsteuer bei den Grundnahrungsmitteln auf null. Verdoppeln Sie die Energiepreispauschale. Und vor allem beziehen Sie die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land endlich mit ein. Vielen Dank. Die FDP-Fraktion erhält jetzt das Wort, Reinhard Hohn. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Holm, ich habe eben noch mal im Kirschner geguckt. Sie waren ja Radiomoderator für Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ich die Beiträge Ihrer Fraktion und Ihren Beitrag von eben höre, habe ich eher das Gefühl, Sie sind der Sprecher von Radio Moskau. In welche Position wollen Sie uns bringen? Sie wollen uns bringen in eine möglichst große Abhängigkeit von Russland. Das ist die Geschichte, die Sie uns hier seit Jahren erzählen.
Sie wollen dieses Land von Russland abhängig machen, und da machen wir nicht mit. Da machen wir alle nicht mit. Und ich sage Ihnen, da gibt es verschiedene Wege. Das ist einmal natürlich der Ausbau der regenerativen Energien. Das ist zweitens eine Diversifizierung des Einkaufs, nicht nur von Öl, Gas und Kohle, sondern natürlich auch von unterschiedlichsten Metallen, unterschiedlichsten Rohstoffen insgesamt. Und dort bewegt sich die Bundesregierung auf dem richtigen Weg. Dann lassen Sie uns aber doch mal wirklich zu den Zahlen kommen. 8, 9, 20 und 78. Das sind nicht etwa verkehrte Lottozahlen. Das sind die Inflationsraten der USA, des Vereinigten Königreichs, des Baltikums und der Türkei. Und auch in Russland, Ihrem Traumland, haben wir eine Inflationsrate von 17%. Also, die Inflationsrate ist kein typisch deutsches Problem. Und insgesamt, wir können nicht zufrieden sein, aber insgesamt können wir feststellen, nur in Deutschland und in den Niederlanden ist die Inflationsrate im letzten Monat zurückgegangen. Das ist nun kein Grund zu jubeln, aber es zeigt uns doch, dass wir die richtigen Maßnahmen ergriffen haben. Und, meine Damen und Herren, was kann Politik vorneweg machen? Was kann Politik vorneweg machen, was auch langfristig wirkt? Das ist eine seriöse Haushalts- und Finanzpolitik. Das ist eine seriöse Finanzpolitik. Und wir werden die Schuldenbremse mit dem nächsten Haushalt einhalten. Und das ist ein entscheidendes Signal, gerade für die Finanzmärkte. Und Sie wissen, bei der Gesamtbewertung des Euros ist natürlich die Positionierung Deutschlands in diesem System ganz entscheidend. Und natürlich haben wir auch ein großes Interesse daran, weiter dafür zu sorgen, dass die Zinsen nicht steigen. Denn in den letzten Jahren war es ja relativ unproblematisch, bei niedrigen Zinsen die Staatsverschuldung zu erhöhen. Dieser Zustand ist vorbei. Wir werden eine Mehrmilliardenbelastung haben in den nächsten Jahren. Und deswegen ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Haushalt wirklich finanzpolitisch sauber bleibt und wir die Schuldenbremse einhalten. Und das hilft vom Markt her am meisten, um Inflation zu verhindern. Und natürlich können Sie sagen, es ist immer zu wenig, Herr Wiener, es ist immer zu wenig und es ist nicht zielgenau und es ist nicht gut genug. Ich kann nur feststellen, die Leute, die das 9-Euro-Ticket nutzen, die zur Tankstelle fahren und die Gehaltsabrechnung im Juli bekommen, die werden schon was merken von den Aktivitäten dieser Bundesregierung. Da lassen wir uns auch nicht dumm reden hier. Das ist wirklich etwas zu billiges Geklimper. Und als ich den zweiten Antrag gelesen habe, habe ich gedacht, ist schon wieder Karneval. Also die Empfehlung der AfD, den österreichischen Warenkorb als Grundlage der Inflationsbelastung in Deutschland zu verwenden, hat schon einen gewissen, ja, humoristischen Aspekt. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Also ich finde es wirklich einen tollen Vorschlag, dass wir demnächst in Deutschland den Preis für Topfengulatschen einbauen in die Berechnung unserer Inflationsrate. Und außerdem, ich kann Sie beruhigen, es geht auch noch um panierte Schnitzel. Meine Damen und Herren, wenn die Anträge der AfD auf dem Niveau bleiben, brauchen wir uns politisch keine Sorgen machen. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion spricht René Springer. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste! Früher konnte man für 50 Euro einen vollen Einkaufswagen aus dem Supermarkt schieben. Heute ist er wegen der Inflation nur noch halb so voll. Diese Sätze hört man in diesen Tagen regelmäßig, und man hört auch die Sätze, die da oben belügen uns. Die Inflation ist in Wahrheit viel höher. Die Statistiken sind getürkt. Und tatsächlich gibt es eine immer größer werdende Lücke zwischen der offiziellen Inflation und der gefühlten Inflation.
Und das hat eine Ursache. Das liegt daran, dass die Inflationsmessung in Deutschland über einen großen Warenkorb läuft mit 650 Waren und Dienstleistungen. Da ist dabei die Wurst, da ist Öl dabei, Weizennudeln, aber eben auch Fernseher, Auto und Waschmaschine. Und man kann nun beobachten, dass Wurst, Öl und Weizennudeln immer teurer werden, die Preise explodieren. Auf der anderen Seite bleiben die Preise beim Fernseher und bei der Waschmaschine recht konstant. Und so kann es eben sein, dass die Gesamtinflation bei 8% liegt, und das erleben wir ja momentan, aber die Inflation im Supermarkt explodiert. Und das Ergebnis ist eben ein Vertrauensverlust in den Staat und seine Institutionen, weil die Zahlen eben nicht mehr zur Beobachtung passen. Österreich hat auf dieses Problem reagiert und veröffentlicht neben der allgemeinen Inflationsrate auch Inflationsraten zu einem täglichen kleinen Einkauf und zu einem wöchentlichen Großeinkauf. Der wöchentliche Großeinkauf, was ist das? Bohnen, Kaffee, Batterien, Dorschfilet, aber auch einmal tanken an der Tankstelle, die TK-Pizza, genauso wie Parkgebühren. Und siehe da, während die allgemeine Inflation in Österreich bei 7,7% liegt, liegt die Inflation des wöchentlichen Großeinkaufs bei 15,4%. Sie ist also doppelt so hoch. Und das ist genau das, was die Leute spüren. Diese massive Teuerung im Supermarkt, die nicht zu dem passt, was Sie den Leuten erzählen. Und das ist die gefühlte Inflation. Diese gefühlte Inflation macht die Leute fertig und das zerstört Vertrauen in den Staat. Wir als Alternative für Deutschland stehen für eine ehrliche Politik. Und deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, dem österreichischen Beispiel zu folgen und sich bei der Inflation ehrlich zu machen. Das heißt, wir wollen, dass die Bundesregierung zukünftig nicht nur die Daten zur allgemeinen Inflation veröffentlicht, sondern auch zum täglichen Großeinkauf und zum täglichen Einkauf und zum wöchentlichen Großeinkauf. Wir wollen, dass das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen wieder gestärkt wird. Und ich hoffe doch sehr stark, dass das auch in Ihrem Interesse ist und auch in Ihrem Interesse, werte Damen und Herren der Bundesregierung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Ehrentribüne hat der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, seine Exzellenz Herr Tini Cox, mit seiner Delegation Platz genommen. Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages begrüße ich Sie sehr herzlich bei uns. Der Deutsche Bundestag ist mit 18 ordentlichen und 18 stellvertretenden Mitgliedern aus allen Fraktionen in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats vertreten. Der Europarat mit 46 Mitgliedstaaten ist die bedeutendste Menschenrechtsorganisation in Europa und hat entschlossen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Die Parlamentarische Versammlung hat eine entscheidende Rolle für den Ausschluss Russlands aus dem Europarat gespielt. Die wichtigste Aufgabe des Europarats ist der Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Für Ihren Aufenthalt bei uns und für Ihr weiteres parlamentarisches Wirken begleiten Sie unsere besten Wünsche. Wir fahren fort in unserer Debatte, und das Wort erhält für die SPD-Fraktion der Kollege Bernd Westphal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn man über die Inflation in Deutschland spricht, muss man sich vor allen Dingen mit den Ursachen beschäftigen. Und die liegen darin, dass wir seit dem 24. Februar einen brutalen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine erleben, an dessen Bilder wir uns nicht gewöhnen wollen. Deshalb hat diese Regierung in Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnerinnen und Partnern, mit der NATO, mit den USA ein Sanktionspaket erlassen, Maßnahmen ergriffen, Ukrainerinnen und Ukrainer zu unterstützen. Und das hat natürlich auch Folgen für Energieversorgung und auch für die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Und das ist die Ursache für Inflation und nicht die Fehler dieser Bundesregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt große Unterstützung für die Politik von der von Olaf Scholz geführten Bundesregierung. Und wir lassen die Menschen mit dieser Situation nicht alleine, sondern wir haben jetzt schon zwei Hilfspakete auf den Weg gebracht, die Entlastung bedeuten für private Haushalte. Das sind 300 Euro für jeden Beschäftigten. Das sind für die Kinder 20 Euro. Das sind viele Unterstützungsmaßnahmen zur Entlastung von Energiepreisen,
zum Beispiel mit der Abschaffung ab 1. Juli der EEG-Umlage auf der Stromrechnung. Das merken die Menschen ja jetzt erst. Es ist ja noch gar nicht richtig angekommen. Wir haben die Preisreduktion an der Zapfsäule und wir haben mit dem 9-Euro-Ticket pro Monat eine Möglichkeit, den öffentlichen Personennahverkehr stärker zu nutzen als vielleicht bisher. 30 Milliarden Entlastung für die Bevölkerung, das ist etwas, wo diese Bundesregierung die Menschen nicht alleine lässt mit Inflation. Aber natürlich muss auch unsere Wirtschaft gestärkt werden. Und auch dort gibt es jetzt den Rettungsschirm für Unternehmen, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind. Hier wird es Entlastung geben. Die Notifizierung ist in kürzester Zeit durch das Bundeswirtschaftsministerium in der Europäischen Kommission erfolgt. Und von daher können diese Woche Anträge beim BAFA gestellt werden von Unternehmen, die eine Verdoppelung ihrer Energierechnung haben und hier auch Entlastung spüren. Und gleichzeitig haben wir heute hier im Hohen Hause mehrere Gesetzespakete beschlossen, die sich genau auf den Weg machen, uns von fossilen Energien unabhängiger zu machen. Und das ist der richtige Weg, nicht rein in fossile, nicht rein in Kernenergie, sondern eine Zukunft gestalten für unser Land und für unsere Wirtschaft. Und weil es ein berechtigtes Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt, in den zukünftigen Tarifverhandlungen natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Preissteigerungen ausgeglichen werden. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt, wie Tarifverhandlungen laufen, ist das Inflation und Produktivität, die dazu führt, auch Basis von Tarifgesprächen zu sein. Und damit wir keine Lohnpreisspirale bekommen, hat der Bundeskanzler auf ein sehr bewährtes System gesetzt, nämlich die konzertierte Aktion, wo sich die starke Sozialpartnerschaft, die unseren Standort stark gemacht hat, jetzt zusammensetzt und gemeinsam Lösungen sucht. Das ist etwas verantwortungsvolle Politik, wo man diese Bundesregierung nur beglückwünschen kann, dass sie unter der Führung von Olaf Scholz das auf den Weg bringt und dass nicht die AfD regiert, die in ihrem Antrag schreibt, dass Politik vom Vertrauen der Menschen lebt. Das, was Sie hier vorführen, dieses Schmierentheater, verdient kein Vertrauen. Und mein Bundesland Niedersachsen, der Verfassungsschutz, hat Sie deshalb unter ein Verdachtsobjekt gestellt. Und deshalb werden Sie genau beobachtet. Sie dürfen keine Verantwortung in diesem Land erfahren. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU erhält Klaus-Peter Wilsch das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und an den Bildschirmen. Die CDU-CSU-Fraktion nimmt die Sorgen der Menschen wegen der steigenden Inflation, wegen der hohen Inflation sehr ernst. Das treibt die Menschen um und das erfahren wir jeden Tag in unseren Wahlkreisen. Wir müssen natürlich, und wir haben einzelne Maßnahmen dazu bereits debattiert hier im Hause, das Ganze auch von der Wirtschaftspolitik, von der Steuerpolitik, von der fiskalpolitischen Seite her unterstützen, den Kampf gegen Inflation. Wir müssen haushaltswirtschaftlich solide arbeiten und dürfen nicht Geld ausgeben, als ob es keinen Morgen gäbe, wie es momentan noch zu erkennen ist bei der Ampel. Und diese Verantwortlichkeit vermissen wir. Wir wissen aber auch, dass ein Kern des Problems bei der Linken im Haus liegt, von Grün bis ganz links, dass sie immer Inflation als etwas Nachrangiges und etwas Ungefährliches ansehen. Das reicht, das hat eine lange Tradition, das reicht zurück bis zum Weltökonomen Helmut Schmidt, der seinerzeit gesagt hat, ihm seien 5% Inflation lieber als 5% Arbeitslosigkeit. Hat nachher beides gehabt. Es gibt diesen Trade-off nämlich nicht. Man kann sich nicht beliebig mit Inflation Beschäftigung kaufen. Im Kern, und das muss hier natürlich in so einer Debatte auch angesprochen werden, der Verantwortlichkeit liegt natürlich aber hier die EZB, die seit Jahren eine verantwortungslose Geldpolitik macht, wie ich mal sagen möchte, die auf Teufel komm raus Liquidität schafft, die Bilanzen aufbläht und die dann an der Zinsseite das Problem hat,
mit Blick auf die hochverschuldeten Länder, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, innerhalb der Eurozone mit an der Zinsfront nicht reagieren zu können, kräftig genug, wie es jetzt angezeigt wäre. Wir müssen feststellen, dass durch die Anleihekaufprogramme unterschiedlichen Namens im Grunde genommen die gesetzlich verbotene monetäre Staatsfinanzierung von der EZB betrieben wird. Und hier wird es eine Aufgabe sein, gerade von der FDP. Aber ich habe, Herr Huben, eben gemerkt, Sie sind ja auch schon in das andere Lager ordnungspolitisch gewechselt. Hier wird es darauf ankommen, dass man in den Diskussionen in ECOFIN, dass man in den Gremien Kurs hält, dass man nachher auch personalpolitische richtigen Entscheidungen trifft. Da gehören in die EZB-Gremien, in den Rat, in das Präsidium, da gehören nicht Weichwährungspolitiker und irgendwelche Juristen irgendwelche Juristinnen, sondern da gehören Geldpolitiker, da gehören Notenbanker hin. Und da ist in der Vergangenheit, in den zurückliegenden Jahren, einiges schiefgelaufen. Ich glaube, dass wir in dieser Situation, in der wir uns befinden, appellieren müssen an die EZB, ihren Auftrag ernst zu nehmen. Der einzige Grund, warum es dieses Gremium gibt, ist die deutsche Erfahrung mit schweren Inflationen im 20. Jahrhundert. Mehrfach Verlust von allem, was die Menschen hatten. Und das hat sie in eine Haltung kommen lassen, die es möglich machte, eine unabhängige Bundesbank einzuführen, die alleine der Preisstabilität verpflichtet ist. Und das Modell haben wir übertragen auf die EZB. Und wir dürfen uns das doch nicht zerstören lassen. Es war die erfolgreichste Zentralnotenbank der Nachkriegszeit in Europa. Und die ist bedroht durch die Versuche, dieses zum Ersatzinstrument für zu Hause finanzierbare oder nicht durchsetzbare Fiskalpolitik zu machen. Wir müssen dafür sorgen, dass die EZB Geldpolitik macht und die andere Politik hier gemacht wird. Wer Geldpolitik macht, soll zur EZB gehen. Wer Fiskalpolitik machen will, der muss ins Parlament gehen. Der muss sich wählen lassen. Der muss sich der Auseinandersetzung stellen und gegebenenfalls sich auch abwählen lassen. Und deshalb müssen wir hier die Dinge wieder ein wenig vom Kopf auf die Füße stellen. Die Situation, die wir heute vorfinden, diese Sucht nach Schulden, wird einen harten geldpolitischen Entzug nötig machen, um wirksam werden zu können. Wir haben das historisch in der Wirtschaftsgeschichte in den 70er, 80er Jahren alles schon erlebt. Natürlich ist der Grat immer schmal und es droht bei sehr kräftigen Zinsdrehern der Zinsschraube negative Auswirkungen auf Konjunktur. Aber nochmal, wie gesagt, es ist ein Irrglaube. Es ist ein Irrglaube anzunehmen, man könne mit dem Laufenlassen von Inflation und der Hinnahme einer hohen Inflation sich Wachstum und stabile Wirtschaft kaufen. Stabile Wirtschaft setzt solides Haushalten voraus. Daran lassen Sie es missen. Kommen Sie dazu zurück. Das ist der wichtigste Beitrag, den die Bundespolitik hier in dieser Situation auch zur Bekämpfung der Inflation leisten kann. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen erhält jetzt das Wort Stefanie Effner. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ihrer Welt möchte ich ja gerne leben. Ich suche mir einfach einen Teil des Warenkorbes aus, für den ich noch bezahle. Das andere spielt für mich keine Rolle, weil anders kann ich mir nicht erklären, dass Sie sagen, wir gucken auf einen Teil der Inflationsrate, sonst fühlen sich die Menschen belogen. Also muss ich anscheinend für den anderen Teil des Warenkorbes kein Geld mehr ausgeben? Ja, Inflation ist das Thema, das die Menschen in diesem Land hier im Moment stark beschäftigt. Dafür verantwortlich sind zu 50% die stark gestiegenen
Energie- und Lebensmittelpreise. Allerdings betrifft die Inflation genau dadurch bedingt mittlerweile weite Teile des Warenkorbes. Doch anstatt sich mit konstruktiven Vorschlägen zu beschäftigen, wie Politik gezielt Inflation bekämpfen kann und diejenigen entlasten kann, die durch die Inflation in existenzielle Not geraten, beschäftigt sich Ihr Antrag zu den Warenkörben mit der Unterscheidung zwischen gefühlter und nominaler Inflation. Nachdem Sie also jahrelang über gefühlte Sicherheitslage oder gefühlte Migration gesprochen haben, nehmen Sie nun gefühlte Inflation ins Visier. Mit der Unterscheidung zwischen evidenzbasiert und anekdotisch haben Sie sich ja schon bei anderen Krisenlagen schwer getan. Nur weil mein Opa, der wie ein Schlot geraucht hat, über 90 Jahre alt ist, kann ich trotzdem nicht die Aussage treffen, dass Rauchen nicht gesundheitsschädlich ist. Das ist der Unterschied zwischen anekdotisch und evidenzbasiert. Sie fordern nun die zusätzliche Ausweisung der Inflationsrate für Warenkörbe nach österreichischem Vorbild. Der Warenkorb, der der Ermittlung des Verbraucherpreisindexes und der Inflationsrate durch das Statistische Bundesamt zugrunde liegt, erhält eine möglichst repräsentative Auswahl von Gütern und Dienstleistungen. Ihrer Meinung nach fühlen BürgerInnen beim täglichen oder wöchentlichen Einkauf aber eine andere Inflation als die, die statistisch ermittelt wurde. Sie bräuchten die unterschiedlichen Inflationsraten für ihre Konsumentscheidung. Wenn man dieser Logik folgt, würden Menschen ihre Konsumentscheidungen ja davon abhängig machen. Ich weiß, auch bezüglich des Krieges in der Ukraine vertreten Sie, nennen wir es mal, abweichende Positionen. Fakt ist, dass Putin die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen hat. Und er macht in seinen Äußerungen sehr klar, dass er deren Existenzrecht in Frage stellt. Und während alle vor allem Energiepreise für die Inflation verantwortlich machen, die durch den Krieg ausgelöst ist, nennen Sie die Geldpolitik der EZB. Vielleicht gehen Sie aber auch davon aus, dass der Krieg möglichst schnell vorbei ist. Wir sehen das anders, so wie nahezu alle SicherheitsberaterInnen weltweit. Diese Situation wird länger andauern. Die Menschen haben also gar nicht die Wahl, Konsumentscheidungen zu verschieben. Wenn der Kühlschrank oder die Waschmaschine kaputt ist, dann müssen Sie sie ersetzen. Und dann spielt auch das eine Rolle für die Inflation, die Sie merken. BürgerInnen brauchen handelnde PolitikerInnen. Und wir sind durchaus in der Lage, auch ohne diese zusätzliche statistische Größe zu handeln. Wir beschäftigen uns lieber mit Maßnahmen und setzen diese um. Wir haben den Heizkostenzuschuss für WohngeldempfängerInnen auf den Weg gebracht. Wir haben den Grundfreibetrag angehoben. Wir haben das 9-Euro-Ticket auf den Weg gebracht, einen Kindersofortzuschlag und Einmalzahlung für EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld 1 und 2. Und vor allen Dingen arbeiten wir seit Monaten daran, die Abhängigkeit, die einseitige, von fossilen Energien aus Russland zu beenden. Wir haben gerade heute ein riesiges Paket beschlossen, um mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien die Ursache der Inflation zu bekämpfen. Hier verleugnen Sie aber das Problem sogar gänzlich. Anders kann ich mir nicht erklären, dass Sie glauben, mit einem Ende der Sanktionen oder einer Inbetriebnahme von Nord Stream 2 wäre das Problem hier erledigt. Wir verstehen unseren Auftrag anders. Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass es nicht Schule macht, dass der Stärkere einfach den Schwächeren überfallen kann. Wir verteidigen internationales Recht und gleichzeitig arbeiten wir daran, dass wir vor allen Dingen diejenigen schützen, die durch die Inflation in existenzielle Not geraten. Um nur ein Beispiel zu nennen, wir arbeiten an der Einführung der Kindergrundsicherung. Zu all diesen Aufgaben kommen von Ihnen nichts außer Vorschläge aus der Mottenkiste. Wir arbeiten lieber an Lösungen. Redner vor Carsten Klein für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Inflation trifft uns alle, keine Frage. Aber sie trifft vor allem die Schwächsten in unserer Gesellschaft, die, bei denen es jetzt schon finanziell eng ist. Es trifft aber auch die Arbeitsplätze, wenn wir über Verbraucher- oder Erzeugerpreissteigerungen von fast 30% sprechen. Aber uns vielleicht erst noch mal politisch auch korrekt einzuordnen. Die Hauptaufgabe zur Bekämpfung von Inflation, für die Haltung von Geldwertstabilität sind die Zentralbanken. Das ist die EZB. Das ist die zentrale Aufgabe, um das auch hier noch mal klar zu benennen. Und wenn wir uns jetzt die Beschlüsse aus dem Juni des EZB-Rats anschauen, dann müssen wir zwar feststellen, dass die Politik der letzten Jahre in der Form nicht fortgesetzt wird. Eine Abkehr aber von einer expansiven Geldpolitik ist damit noch nicht festzustellen. Und deshalb kann man sich zu Recht fragen, tut die EZB genug, tut sie zu wenig, tut sie zu spät? Ich will es klar beantworten, ja. Denn schon seit dem Juli 2021 sind die Preissteigerungen in Europa deutlich über dem Zielwert von 2%. Und deshalb ist ein Handeln im Juni 2022 einfach zu spät, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber zu Recht wird natürlich auch die Frage gestellt, was kann fiskalpolitisch, was kann auf dem politischen Parkett getan werden? Und die Frage müssen wir uns durchaus stellen. Wie können wir in dieser diesem hohen Inflationsumfeld, was können wir flankierend ans Politik beitragen? Ich will aber nicht müde werden, an der Stelle vielleicht darauf hinweisen, weil die Union ja so viel vorhin eingefordert hat, darauf hinzuweisen, dass es, glaube ich, niemandem in Europa aufgefallen ist, dass in den letzten 4 Jahren die Deutschland an Seite der soliden Staaten beim Thema Geldpolitik gestanden hat, sondern dass wir uns dankbar sein müssen, zum Beispiel an den Kollegen aus den Niederlanden, auch aus anderen Ländern, dass es eine solide Politik in Europa gegeben hat, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Aber was können wir tun, um zu flankieren? Wir können zum Beispiel preissteigernde Maßnahmen staatlicherseits zurücknehmen, wie wir das zum Beispiel sehr erfolgreich beim Tankrabatt getan haben, wie wir das bei der Abschaffung der EEG-Umlage getan haben. Damit hat die Bundesregierung, hat diese Ampel, hat Bundesfinanzminister Lindner ja gezeigt, dass wir bereit sind, dämpfend auf Preisentwicklungen einzuwirken. Und die Inflationsrate, die aktuell in diesem Monat festgestellt worden ist, zeigt ja, dass wir den richtigen Weg ergriffen haben. Aber natürlich gelten in solchen Zeiten auch, dass man auf der Ausgabenpolitik dämpfend wirkt. Und da will ich einfach noch mal darauf hinweisen. Natürlich sind wir krisenbedingt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, von einem Bundeshaushalt von 572 Milliarden Euro im Soll 2021 hergekommen. Übrigens bei einer Planung von ursprünglich mal 360 Milliarden Euro. Das sind schon erhebliche Unterschiede. Wie gesagt, krisenbedingt gut zu begründen. Aber wir führen das jetzt über 495 Milliarden Euro 2022 auf 445 Milliarden 2023 und dann 422 Milliarden 2024 als Ampelkoalition zurück. Und das zeigt, dass Bundesminister, Finanzminister Christian Lindner ja auf den richtigen Weg ist, wenn er einen Konsolidierungspfad einführt, so wie wir das im Koalitionsvertrag ja auch gemeinsam festgelegt haben. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind ja nicht krisenfrei. Wir haben ja nach wie vor die Corona-Krise, wo wir große Maßnahmenprogramme, vor allem des ehemaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, noch abfinanzieren müssen. Wir haben zu schultern die GKV-Steigerungen, viele Gesetzgebungen auch der Union. Also nur, damit Sie sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen können. Aber wir betreiben einen soliden Konsolidierungskurs, wenn es um die Staatsfinanzen geht. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer Hochinflationsphase darf der Staat nicht noch inflationstreibend wirken, sondern muss sich zurücknehmen. Und deshalb ist es genauso richtig, und damit komme ich zum Schluss, dass in einer solchen Phase der Staat nicht noch Inflationsgewinner ist. Und deshalb müssen wir in der Koalition jetzt engagiert über die Bekämpfung der kalten Progression sprechen, damit das auch antizipiert werden kann bei den anstehenden Lohnverhandlungen, damit es keine Lohnpreisspirale gibt. Und deshalb darf ich die Kolleginnen und Kollegen auffordern, an dieser richtigen Stelle noch mal nachzuarbeiten, über die Sommerpause nachzudenken, damit wir dann im Herbst die kalte Progression bekämpfen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächstes folgt Annika Klose für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wenn ich aktuell durch einen Berliner Supermarkt laufe, dann muss ich schon echt ganz schön schlucken.
Ein Paket Butter kostet fast 3 €. Ein Liter Sonnenblumenöl schlägt mit fast 5 € zu Buche. Und die Preise für ein Paket Nudeln, die haben sich fast verdoppelt. Schon beim kleinen Einkauf kommen so schnell über 20 € an der Kasse zusammen. Vielen Menschen, die an so einer Kasse stehen, tut das weh, die Preise auf der Anzeige so schnell hochschnellen zu sehen. Nicht nur, weil sie sich Sorgen machen, ob sie diesen Einkauf am Ende vielleicht doch gar nicht sich leisten können, sondern auch, weil immer die Frage im Hinterkopf mitschwingt, kann ich nächste Woche überhaupt noch einkaufen? Und wie ist das mit den Stromnachzahlungen und den Heizkosten im nächsten Winter? Diese Sorgen und Nöte sind real. Und ich möchte sagen, wir sehen diese Sorgen und diese Nöte. Wir sehen sie und wir nehmen sie sehr ernst. Seien Sie versichert, wir tun unser Möglichstes, um Abhilfe zu schaffen, damit der kleine und der große Einkauf stemmbar ist und auch die Stromrechnung kein Damoklesschwert über den Köpfen der Menschen sein wird. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie in dieser Situation am besten Abhilfe geschaffen werden kann. Insbesondere bei denjenigen mit kleinen und mittleren Einkommen, die gerade Probleme haben, über die Runden zu kommen. Die völlig unzureichende Antwort der AfD-Bundestagsfraktion finden wir in den beiden vorliegenden Anträgen, die wir hier diskutieren. Einerseits wollen sie die Inflationsberechnung auf Warenkörbe umstellen. Da kann man meinetwegen sogar drüber reden. Aber am Ende hilft es den Menschen nur dabei zu berechnen, was sie sich jetzt alles nicht mehr leisten können und sorgt für keinen Cent mehr im Portemonnaie an der Supermarktkasse. Andererseits fordern sie ein ominöses Fitnessprogramm für Deutschland. Naja, eigentlich finde ich, wenn man das so liest, kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Ein Fitnessprogramm. Ich würde Ihnen eigentlich eher empfehlen, vielleicht mal ein bisschen mehr Denksport zu machen und anstatt sich eben hier über mit schlechten Witzen auf den Kosten der Betroffenen lustig zu machen. Daher kehren wir doch mal zurück zu dem angesprochenen Problem, nämlich der sogenannten Stagflation oder Stagflation. Das bedeutet eine Situation mit steigenden Preisen, also hoher Inflation, mit niedrigem Wirtschaftswachstum und hoher Arbeitslosigkeit. Und der Grund dafür sind knappe Güter, also die Angebotsseite. Was ist also in dieser Situation zu tun? Mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich zu dieser Frage den Geschäftsführer des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fußt, der im Bayerischen Rundfunk Folgendes dazu erklärt hat. Zitat: Das Angebot verknappt sich. Hier in dem Fall vor allem das Energieangebot. Und dadurch werden die Preise in die Höhe getrieben. Und darauf kann die Politik eigentlich nur reagieren, indem man gezielt Hilfen für die ganz stark Betroffenen gibt, die dann alle gemeinsam tragen. Zitat Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist doch wieder ein sehr guter Beleg dafür, warum es gut ist, dass wir unsere Ampelregierung haben, die sich genau diese Themen nämlich frühzeitig vorgenommen hat. Und es muss jetzt darum gehen, also die Menschen in dem Land besonders zu unterstützen, die Schwierigkeiten haben, über die Runde zu kommen. Und genau das machen wir auch schon. Dafür nehmen wir nämlich 30 Milliarden Euro in die Hand mit unseren Entlastungspaketen. Mit dem Familienbonus sowie den 300 € Energiegeld für Erwerbstätige hat eine vierköpfige Familie jetzt kurzfristig 800 € brutto mehr zur Verfügung. Mit 200 € Einmalzahlung, dem Kindersofortzuschlag und dem Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger entschaffen wir Abhilfe für alle Menschen in den sozialen Sicherungen. Mit der Absenkung der Energiesteuer und dem 9-Euro-Ticket ermöglichen wir es vielen Menschen, trotz der steigenden Kosten von A nach B zu kommen und sogar vielleicht in einen kleinen Urlaub zu fahren. Außerdem dämpft das 9-Euro-Ticket die Inflation und ist somit auf allen Ebenen ein voller Erfolg. Mit der BAföG-Reform unterstützen wir Studierenden und mit der Einführung des Mindestlohns zum 1. Oktober auf 12 € und der höchsten Rentenerhöhung seit Jahrzehnten in Ost und West haben wir Maßnahmen beschlossen, die jetzt schon wirken. Und damit sind wir noch nicht mal am Ende der Fahnenstange angekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor wenigen Wochen die konzertierte Aktion angekündigt und hat das Gespräch mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden bereits erfolgreich angestoßen. Denn nur gemeinsam und solidarisch können wir eben aus der aktuellen Lage herausfinden. Zum Anfang des nächsten Jahres werden wir als Ampel das neue Bürgergeld einführen und möchten damit Grundsicherungsempfängerinnen unterstützen und entlasten, orientiert an deren Bedarfen und deren Wünschen. Und natürlich werden wir in den kommenden Wochen über weitere Entlastungen reden. Das, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist die Politik, die Sorgen und Nöte ernst nimmt und Abhilfe schafft. Was die AfD mit ihrem Fitnessprogramm hier veranstaltet, ist hingegen der Versuch, sich auf Kosten dieser Sorgen und Nöte der Bevölkerung zu profilieren. Und es hilft genau niemandem. Daher sind diese Anträge abzulehnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Und ich
Ich erteile das Wort dem nächsten Redner, Sebastian Brehm, CDU-CSU-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit drei Zahlen beginnen. Die Inflation in Deutschland ist mit rund 8% so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Zweite Zahl: Im Mai hatte Deutschland ein Außenbilanzhandelsdefizit. Einen Monat mit einem solchen Außenhandelsbilanzdefizit gab es letztes Mal 1991. Deutschland verspielt gerade seinen Titel als Exportweltmeister. Und die dritte Zahl, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Juni ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland um 100.000 gestiegen auf 2,36 Millionen Arbeitslose. Und all diese drei Zahlen zeigen, dass es höchste Zeit wird, dass Sie als Ampel zielgerichtet, nicht im Streuschuss, sondern zielgerichtet handeln und Deutschlands Zukunft nicht im Klein-Klein und in Ihrer Umverteilungsidee kaputt machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Energiepreise steigen und die Antwort des Wirtschaftsministers Habeck ist, wir müssen einen Pullover anziehen oder weniger duschen. Die Lebensmittelpreise steigen und Landwirtschaftsminister Özdemir und Finanzminister Lindner belasten die Landwirte erheblich, anstatt zu entlasten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der deutsche Mittelstand kommt bei Ihnen in der Ampelregierung überhaupt nicht mehr mit keiner Silbe vor. Nur mit mehr Bürokratie und mit mehr Ausgaben. Und ich meine das in allem Ernst. Sie haben den Ernst dieser Lage nicht verstanden. Und wenn Sie jetzt nicht zielgerichtet handeln, dann kommen wir in wirklich schwere Zeiten für die Industrie, in wirklich schwere Zeiten für den deutschen Mittelstand und in schwere Zeiten für die Bürgerinnen und Bürger. Und Sie tun nichts oder wenn im Klein-Klein und schauen sehenden Auges zu, was da passiert. Sie schädigen damit den Standort Deutschland, den Wohlstand in unserem Land und Sie machen die Menschen in unserem Land ärmer, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel. Vielleicht zum ersten Punkt nicht nur Parolen. Sie reden viel und tun nichts. Beim ersten Punkt Inflation. Und Sie könnten hier was tun. Wie gesagt, die Inflationsrate ist bei 8% so hoch wie nie zuvor. Und gleichzeitig sprudeln die Steuereinnahmen. Wenn sich der Butterpreis verdoppelt, erhöhen sich die doppelt so viel die Mehrwertsteuereinnahmen des Finanzministers. Auch wenn sich die Löhne erhöhen, erhöht sich über die kalte Progression die Einkommensteuereinnahme des Finanzministers. Und deswegen fordern wir Sie auf, und das können wir nicht oft genug sagen, die Mehreinnahmen, die Sie im deutschen Haushalt haben, an die Bürgerinnen und Bürger und den deutschen Mittelstand zurückzugeben, gerade jetzt in der Zeit. Und wenn Sie Inflation wirksam eindämmen wollen, dann brauchen wir einen ausgeglichenen Haushalt. Und interessant ist, Sie sprechen von einem ausgeglichenen Haushalt. Der Kollege Janicek sagt, im Herbst müssen wir darüber reden, den ausgeglichenen Haushalt zurückzunehmen. Sie dürfen nicht weiter diese Rekordschuldenpolitik wie in diesem Jahr fortsetzen. Wir brauchen eine schwarze Null im nächsten Haushalt. Und zweitens, Sie müssten... Lieber Herr Kollege Brehm, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Janicek? Selbstverständlich gern. Herr Kollege Brehm, danke, dass Sie die Zwischenfrage zuschauen. Mir ist schon langsam ganz schwindelig von Ihren Widersprüchen, die Sie ja mit sich selber formulieren in Ihrer Rede. Zum einen werfen Sie uns vor, dass wir nicht solide genug mit den Haushaltsmitteln umgehen. Gleichzeitig hat die Union Vorschläge gemacht, die weit über das hinausgehen, in der Frage der Energiesteuersenkung beispielsweise, was wir vorgenommen haben. Das ist der eine Widerspruch. Und dann möchte ich auf das Thema Mittelstand eingehen. Ich war vor zwei Tagen auch mit Kollegen Ihrer Fraktion bei der Glasindustrie. Haben Sie zur Kenntnis genommen, dass die Bundesregierung in diesen Tagen gerade die Notifizierung auf die Europäische Union durchgesetzt hat, dass wir über 5 Milliarden Euro Hilfe gerade für den Mittelstand, für energieintensive Unternehmen in die Hand genommen haben? Also wir helfen da wirklich zielgerichtet, übrigens gerade auch für Bayern, für Oberfranken. Ja, lieber Herr Kollege Janicek. Oder Mittelfranken. Unsere Vorschläge sind komplett gegenfinanziert. Wir brauchen in unserem Land Wachstum. Wir brauchen in unserem Land Wachstum. Wenn wir vorher entlasten, werden wir mit Innovation, mit Investition Wachstum erzeugen. Wenn Sie aber jetzt im Mittelstand nicht entlasten,
dann kommen weniger Steuereinnahmen und der Haushalt wird schlechter. Insofern ist es mittel- und langfristig gegenfinanziert und Sie müssen halt auch mal im Haushalt einsparen. Jedes Programm, was kommt, wird ausgegeben, jedes Geld wird ausgegeben. Sie müssten einsparen und hier gibt es ja zahlreiche Vorschläge, die Sie durchsetzen könnten. Wir kommen da im Haushalt auch noch mal in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause drauf zu. Und das Zweite, natürlich brauchen wir eine Entlastung im Mittelstand bei den Energiekosten. Es ist vielleicht ein Schritt, aber nehmen Sie einen normalen Mittelständler, der vielleicht 50.000 Euro Energiekosten hat und Preissteigerungen von 300-500%. Wie soll der im Monat diese Preissteigerung auf die Preise umlegen können? Das wird er nicht schaffen. Deswegen, wenn Sie hier keine Reduzierung vornehmen, werden wir im nächsten Jahr, spätestens wenn die Kontrakte der Mittelständler auslaufen, in ein erhebliches Risiko kommen, dass wir Insolvenzen in unserem Land sehen. Und deswegen müssen Sie jetzt zielgerichtet entlasten. Aber Sie tun wesentlich zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sage ich, wir brauchen bei Inflation, Senkung der Pendlerpauschale, zielgerichtete Entlastung bei den 300 Euro. Die Rentner kriegen es nicht, die Minister bekommen es. Aber wir brauchen auch, und da werden wir heute Abend übrigens namentlich darüber abstimmen, auch eine Verlängerung der Atomkraftwerke. Und da bin ich gespannt, ob die FDP, die draußen rumrennt und sagt, wir brauchen es, auch bei diesem Antrag heute namentlich zustimmt, liebe Kollegen. Und wir brauchen natürlich ein Vorziehen der dringend notwendigen Abschaffung der kalten Progression. Wenn Sie das nicht tun, machen Sie die Menschen automatisch ärmer. Und beim zweiten Thema, Wettbewerbsfähigkeit, Außenhandelsbilanzdefizit. Wir haben die höchsten Steuern für Unternehmen in der gesamten OECD. Wenn Sie hier nichts tun, und bisher haben Sie im Mittelstand hier gar nichts gemacht, obwohl die FDP das im Wahlkampf immer angekündigt hat, gar nichts gemacht, dann nehmen Sie den Unternehmen das Geld für notwendige Investitionen, für notwendige Innovation und das Geld für notwendiges Wachstum. Aber wir werden nur mit Wachstum aus dieser Krise herauskommen. Also wenn Sie nichts tun, machen Sie die Unternehmen ärmer. Und wir brauchen ein Belastungsmoratorium in jedem Gesetz, was Sie auf den Weg bringen. Allein die 300 Euro Klimageld haben 11 Paragraphen im Einkommensteuersystem. Ja. Sie belasten mit Bürokratie, Sie belasten mit Mehrausgaben. Hören Sie damit auf, gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir ein Belastungsmoratorium für den deutschen Mittelstand, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vielleicht der letzte Punkt, Arbeitslosigkeit. Und ich meine das mit allem Ernst. Sie haben in den letzten Wochen die Aussetzung der Sanktionen in der Grundsicherung beschlossen. Wie soll denn ein Jobcenter jemanden in die Arbeit schicken, wenn er keine Sanktion mehr zu befürchten hat? Wir haben 100.000 mehr Arbeitslose und gleichzeitig wollen wir Arbeitskräfte aus dem Ausland zuführen, damit wir diesen Arbeitsmarkt überhaupt schaffen. Wie wollen Sie das schaffen? Diese Abkehr vom Prinzip fordern und fördern ist gerade jetzt in dieser Zeit fatal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen in die Sommerpause. Ich denke, dass wir uns nicht ausruhen können. Sie dürfen sich nicht ausruhen. Sie müssen aus Ihrem Liegestuhl heraus und in der Sommerpause echte, notwendige Entscheidungen treffen, damit wir aus dieser Krise rauskommen. Ansonsten werden wir im Herbst auf erhebliche, und da mache ich mir wirkliche Sorgen, auf erhebliche Probleme stoßen in allen Bereichen unserer Wirtschaft und bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist alleine Ihre Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Und der letzte Redner in der Debatte ist der Kollege Sebastian Rolloff, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Also ich hoffe ja immer, dass unsere Beratungen in der deutschen Bevölkerung breit verfolgt werden. Wenn ich mir die wirtschaftspolitische Debatte angucke, hoffe ich insbesondere, dass die Damen und Herren auf den Tribünen oder die volkswirtschaftlichen Seminare nicht zugucken. Also weil das Niveau war wirtschaftspolitisch schon wirklich erstaunlich. Und ich hoffe, dass wir wenigstens noch mal nachlesen, was hier teilweise für Widersprüche und teilweise einfach für absolute Fehler, Fake News und das Thema Fake News und trumpeske Politik ist heute in London gescheitert zum Beispiel, vorgenommen werden. Ich versuche gerne, was zur Aufklärung beizutragen. Wir wären uns, glaube ich, zunächst mal zumindest einig, auch wenn es nicht viel weitergeht, dass wer die Inflation bekämpfen will, an die Ursachen der Inflation muss. Und dann hören wir immer als
als großes Generalrezept, insbesondere aus der rechten Seite des Hauses. Wir brauchen höhere Zinsen und eine Senkung der Staatsausgaben. Das ist ja immer das große Dogma. Das könnte auch richtig sein, wenn wir über einen Nachfrageboom reden würden, der die Inflation auslöst. Ist das in dem Fall so? Gucken wir es uns doch mal an. Wir gucken uns die Löhne an. Löhne haben sich in den letzten 2 Jahren mit Blick auf die Corona-Pandemie, mit Einmalzahlungen, mit Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften nur sehr schwach, anders als in anderen westlichen Ländern übrigens, entwickelt. Wir sehen die Konsumquote, die seit 10 Jahren fällt, und wir sehen eine zunehmend schwächere Auftragslage in der Industrie. Das ist ganz offensichtlich nicht nachfragegesteuert. Wer die Inflation diesem Boom zuschreibt und dann auf steigende Zinsen und Ausgabenkürzungen rumreitet, schüttet Öl ins Feuer und kein Wasser. Und da wäre ich tatsächlich froh, ich komme gleich drauf, Herr Wilsch, da wäre ich froh, wenn wir über volkswirtschaftliche Grundkenntnisse reden würden und auf der Basis unsere Rezepte entwickelt und nicht auf der Basis von Ideologie. Ja, das Thema EZB ist auch immer schön. Sie fordern immer eine unabhängige EZB, wo sich die Politik nicht einmischen darf, sagen dann aber, liebe EZB, ihr müsstet erstens, zweitens, drittens. Das ist doch der nächste Widerspruch. Es ist doch einfach nicht logisch. Und wenn wir uns angucken, was die Situation jetzt ausgelöst hat, wir haben einen Angebotsschock, wir haben explodierende Energiepreise, wir haben Probleme bei den Lieferketten, Rohstoffengpässe, ganz offensichtlich und auch ganz offensichtlich durch was es ausgelöst wird, die sind der Grund für die Inflation. Da müssen wir ran und nicht an die üblichen ideologischen Rezepte. Die Gefahr einer Stagflation ist präsent. Das kann passieren. Das müssen wir alle im Auge haben. Und wenn wir uns dann immer gegenseitig unterstellen, wir würden das nicht ernst nehmen, wird es dem Ernst der Lage, glaube ich, nicht gerecht. Weiteres Problem ist der Fachkräftemangel. Allen Betrieben, und ich unterstelle, dass wir alle regelmäßig in Betrieben oder bei den IHKs unterwegs sind, heißt, wir brauchen Fachkräfte. Und wir brauchen nicht nur Fachkräfte, wir brauchen Arbeitskräfte. Wir haben auch einen Arbeitskräftemangel. Ja, ich verzichte jetzt mal darauf zu erklären, wer Zuwanderungsthemen und Fachkräftezuwanderung die letzten 16 Jahre erfolgreich verhindert hat. Wir haben das angegangen, und ich bin froh, dass wir die entsprechenden Maßnahmen als Ampel hier schon auf den Weg gebracht haben. Wir brauchen zielgerichtete Maßnahmen, um die steigenden Preise zu dämpfen, insbesondere für die Menschen, die in sozialer Not sind. Da ist der erste Teil der Wirkung des Entlastungspakets schon passiert. Meine Kolleginnen und Kollegen sind darauf eingegangen. Ein Großteil der Wirkung kommt jetzt aber in den Wochen und Monaten erst. Und dementsprechend ist da ein wichtiger Schritt gemacht. Ich verhehle aber auch nicht, dass wir die Situation natürlich im Auge behalten müssen und jetzt schon diskutieren müssen, zumindest welche Option wir zur Weiterentwicklung im Herbst haben. Ich persönlich habe große Sympathie für die Position der DGB-Vorsitzenden, zum Beispiel die über einen Strom- und Gaspreisdeckel für Privathaushalte nachgedacht hat. Habe ich große Sympathie. Frank Tschirske macht den Daumen hoch, falls man es im Protokoll nicht vermerkt. Ist auch schon mal gut. Dementsprechend kann man darüber reden. Das ist auch kein Sozialismus oder keine Planwirtschaft, wie wir es heute gehört haben. Das machen die französischen Freundinnen und Freunde sehr erfolgreich. Und jetzt kann man über Emmanuel Macron, insbesondere mit Blick auf seine Koalitionsoption, viel sagen, aber nicht, dass der Sozialist sei. Und das 9-Euro-Ticket ist ganz offensichtlich ein Riesenerfolg. Und das sollten wir zum 365-Euro-Ticket weiterentwickeln, aber natürlich auch die Regionalisierungsmittel erhöhen. Weil wo keine Bahn und kein Bus hinfährt, kann man ihn auch nicht nehmen. Und dafür brauchen wir nun mal Geld. Und das muss auf den Weg gebracht werden. Die Unternehmen müssen auf der Kostenseite entlastet werden. Das ist richtig, insbesondere die energieintensiven Unternehmen. Und wir müssen bei den Finanzmarktspekulationen eingrenzen, damit die Rohstoffpreise nicht weiter durch die Decke gehen. Wir müssen die Wertschöpfungsketten restrukturieren, und wir müssen selbstverständlich autark von russischer Energie und von knappen Rohstoffen werden. Dazu haben wir heute im Haus auch noch eine Debatte. Dementsprechend kann ich in der Zeit bleiben. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir unsere Rolle als aktiver Staat, der eine aktive Wirtschaftspolitik macht, begreifen und entsprechende Investitionen und Maßnahmen auf den Weg bringen. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache, und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 2589. Mit dem Titel Raus aus der Stagflationsfalle, wirtschaftliches Fitnessprogramm für Deutschland. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist
der Rest des Hauses Enthaltungen. Das ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 11b. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 2601 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Ampelfraktionen wünschen Federführung beim Wirtschaftsausschuss. Die Fraktion der AfD wünscht Federführung beim Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ich lasse zuerst Abstimmung über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der AfD. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist die Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist der Rest des Hauses. Wer enthält sich? Dann ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Koalitionsfraktionen mit der Federführung beim Wirtschaftsausschuss. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Die Linke, die Ampelfraktion und die CDU-CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Enthaltungen keine. Dann ist der Überweisungsvorschlag angenommen. Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 32.